Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man schriftlich mit Kommazahlen dividiert. Um das ganze Prinzip besser zu verstehen, wollen wir zunächst ein Beispiel aus Bruchrechnung betrachten. Das eigentliche schriftliche Dividieren ist in der Regel kein Problem. Aber wenn es um Kommazahlen geht, kommen die meisten Menschen ins Grübeln. Wenn wir zum Beispiel die Zahl 1,25 durch 0,5 teilen wollen, dann können wir zunächst 1,25 als 125 Hundertstel und 0,5 als 5 Zehntel darstellen. Brüche werden dividiert, indem sie mit dem Kehrbruch multiplizieren. Also können wir 125 geteilt durch 100 mit 10 Fünftel multiplizieren, die Zahlen auf einen Bruchstrich schreiben und soweit es geht kürzen. So erhält man in diesem Fall das Ergebnis 25 Zehntel, wobei der Bruch als Dezimalzahl aufgeschrieben wird. Und das gesamte Ergebnis ist dann 2,5. Nun wollen wir ein komplizierteres Beispiel für die schriftliche Division von Kommazahlen besprechen. 6,7581 soll durch 0,027 geteilt werden. Da der Divisor 3 Nachkommastellen hat, müsste zunächst bei beiden Zahlen das Komma um 3 Nachkommastellen nach rechts verschoben werden. So müssen wir demnächst 6758,1 durch 27 teilen. Da 27 zweimal in die 67 reinpasst, schreiben wir die 2 und multiplizieren 2 mit 27, erhalten dadurch 54. Die Differenz ist 13. Also kleiner als 27, daher müssen wir die 5 runterbringen und im nächsten Schritt 135 durch 27 teilen. In diesem Fall passt 27 in 135 fünfmal rein und es bleibt kein Rest. Im nächsten Schritt müssen wir die 8 runterholen, da man im nächsten Schritt die 8 nicht durch 27 teilen kann, schreiben wir die 0 nach der 5 und übertragen die nächste Zahl, also die 1, auch runter. Da aber die 1 nach der Komma steht, müssen wir hier auch nach 250 Komma setzen. Und zum Schluss 81 durch 27 teilen. 27 passt dreimal in 81 rein, und zwar ohne Rest. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!